Damen und Herren, liebe Gäste, gestatten Sie mir, dass ich im Namen des Botschafters der Republik Kosovo, Herrn Zakaliu, und in meinem eigenen Namen und im Namen der Kollegen der Botschaft sehr herzlich zur Eröffnungsausstellung in den Räumlichkeiten unserer Botschaft begrüßen zu dürfen und danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich ganz besonders, unter unseren Gästen Herrn Südbeck, Referatsleiter im Auswärtigen Amt für den Westbalkan, willkommen heißen zu dürfen. Ebenso freue ich mich, dass auch seine Exzellenz, Botschafter von Costa Rica, Herr Chaveri, uns heute Abend die Ehre gibt. Ich begrüße ebenso ganz herzlich zahlreiche Vertreter des Diplomatischen Korps und der Medien. Meine verehrten Damen und Herren, das ist das zweite Mal, dass wir eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der Botschaft organisieren und freuen uns besonders auf diese Ausstellung, die den Titel Die Kunst der Völker hält. Durch eine Reihe von Aktivitäten auf dem Bereich der Kunst und der Musik wollen wir ein Panorama eines lebendigen, dynamischen und modernen Kosovos vorstellen. Die Ausstellung wurde nur dank der guten und der engen Zusammenarbeit mit Herrn Peter Sommerfeld und seinem Team zustande gekommen. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ganz kurz zu Sommerfelds Vita. Herr Sommerfeld ist in Breten geboren, er ist ein Objektkünstler, OPR-Kunstveranstalter und seit 2004 freischaffender Künstler, ebenso seit 2010 Vorsitzender des Kunstvereins Zeitkunst Baden-Baden sowie Vorsitzender des gemeinnützigen Kindervereins Baden-Baden. Diese zwei Vereine bestehen aus Künstlern von allen Ländern der Welt, darunter auch in Kosovo, Deutschland, Georgien, der Ukraine, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, Russland, Estland etc. Die Ausstellung ist dem Frieden und Völkerverständigung gewidmet und das ist auch das Motto dieser Ausstellung. Wir möchten außerdem zeigen, wie wichtig der Frieden und die Völkerverständigung zwischen den Menschen dieses Multiverses sind. Unser Dank gilt dem Kunstverein und den Künstlern, die uns die Bilder für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt haben. Bevor ich das Wort jetzt Herrn Sommerfeld überlasse, der Ihnen eine weitere Besonderheit der Ausstellung erläutern wird, möchte ich noch einige Worte des